2020 ist eine Kurzgeschichte von mir. Ist eine recht alte, war eine von meinen ersten und liegt mir deswegen sehr am Herzen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass sie jetzt auch wirklich verfilmt wird. Das hätte ich mir damals, als ich die Geschichte geschrieben habe, nie gedacht. Beim Drehbuch hatte ich dann schon so natürlich einen Film im Kopf. Auch gerade in Animationsfilmen. Aber es ist natürlich toll, wenn man jetzt sieht, wie Figuren und Landschaften wirklich auf dem Bildschirm zum Leben erwachen, aus meinem Kopf raus quasi. Und deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Team. Also es ist wirklich ein tolles Projekt und ich bin echt begeistert. Und deshalb... Hast du dich verletzt? Am Anfang der Planung haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es in einem Semester, einen Film, der um die 10, 12, 13 Minuten geht, komplett zu animieren. Da wir alle noch keine Erfahrung hatten, uns alles aneignen mussten, haben wir uns dafür entschieden, ein Verfahren zu benutzen, was sich MoCap nennt. Wie funktioniert denn das? Ja, das ist eine gute Frage. Motion Capturing. Bei Motion Capturing nehmen bestimmte Kameras die Bewegung von echten Schauspielern auf und diese Bewegungen werden später auf die 3D-Charaktere übertragen. Wir haben das mit zwei Kinect-Kameras gemacht, wie man sie auch von Spielkonsolen oder so kennt. Die erkennen durch Infrarot- und Tiefensensoren die Bewegung von Menschen und können die eben mit einem bestimmten Programm kann man die aufnehmen und später auf unsere 3D-Charaktere übertragen. Wir haben so fast alle Dialoge von Jack und Alina gefilmt, gespielt. Jack wurde von Collier gespielt und Alina von Mandana. Auch die erste Szene, wo Alina aus dem Loch hervorkommt, aus der Mühle, wurde mit MoCap gemacht. Die ganzen Nebencharaktere haben wir alle von Hand animiert und auch die letzte Szene, Teil von Szene 5, wurden von Hand animiert. Der Vorteil von MoCap ist halt, dass so subtile Bewegungen, die die Menschen machen, wie auch kleine Bewegungen, Oberkörper, die man nicht unbedingt so einfach animieren kann, dass die alle schon mit drin sind. Also hat das MoCap-Gestell eine gute Basis gegeben zum Animieren. Dann zusätzlich haben wir für die Gesichtsmimik haben wir FaceShift benutzt. FaceShift ist eine Technik, wo eine Kamera die Gesichter von echten Schauspielern aufnimmt und die Gesichtszüge praktisch auf den 3D-Charakter später überträgt. Das hat den Vorteil, dass man nichts im Gesicht animieren muss und dass die Gesichtszüge eben durch dieses FaceShift viel realistischer und besser herauskommen. Es ist alles so unfair, so schrecklich grausam. Wieso? Gegen Ende des Projekts hat das ganze Animationsteam durchgepowert. Die Regie hat dann teilweise uns auch noch unterstützt. Wir waren dann alle in einem Raum an der Hochschule und saßen alle an den Rechnern und haben eben in Abspruch ständig mit Regie und mit der Kamera animiert und alles fein justiert, so dass es eben später passt, und haben fast eine ganze Woche lang dran gesessen und fast Tag und Nacht durchanimiert.